Der Markus von Living Active und heute mit einer Marlin 1895 Guide Gun. Unterhebel-Repetierer üben auf viele Jäger und Schützen einen ganz besonderen Charme aus. Darum möchte ich euch heute meine Marlin Guide Gun vorstellen. Die Waffen sind nicht nur äußerst kompakt, sondern lassen sich auch äußerst schnell repetieren. Im Kaliber 45-70 lassen sich damit problemlos alle heimischen Schalenwildarten bejagen. Ein 4-Schuss-Röhrenmagazin sitzt direkt unter dem Lauf, welche eine Länge von 46,5 cm aufweist. Mit einer Standard Winchester Super X Patrone erreicht man Mündungsgeschwindigkeiten von ca. 570 Metern pro Sekunde. Durch eine E100 von 2461 Joule liegt die Patrone ebenfalls über der geforderten Mindestenergie für Hochwild. Standardpatronen verfügen über Flachkopfgeschosse, da sie wie eingangs erwähnt hintereinander in ein Röhrenmagazin geladen werden und dadurch die Selbstentzündung vermieden wird. Hornady nahm sich das fast 150 Jahre alte Kaliber zur Brust und hauchte ihm mit der Lever Evolution neues Leben ein. Durch ein spezielles Pulver und moderne Spitzkopfgeschosse werden Mündungsgeschwindigkeiten von 625 Metern pro Sekunde und eine E100 von 2829 Joule erreicht. Wer Bedenken wegen der Spitzkopfgeschosse hat, den kann ich beruhigen, da sie aus einem weichen Material bestehen und somit auch in Röhrenmagazine geladen werden können. Die Munition wird über das seitliche Ladefenster in das Röhrenmagazin geladen. Mit etwas Fingerspitzengefühl könnt ihr die Waffe über das seitliche Ladefenster auch wieder entladen und müsst nicht jede Patrone einzeln herausrepetieren. Der Hahn der Waffe erlaubt zwei Positionen. Zum einen in der Sicherungsrast und zum anderen gespannt. Durch Festhalten des Hahnes und Betätigen des Abzugs könnt ihr den Hahn wieder in die Sicherungsrast gleiten lassen. Zudem hat die Marlin eine Druckknopfsicherung, welche den Hahn daran hindert, auf den Schlagbolzen zu schlagen und somit einen Schuss zu lösen. Somit führe ich die Waffe auf der Jagd in der Sicherungsrast mit betätigter Sicherung. Wenn Wild in Anblick kommt, spanne ich den Hahn und löse erst kurz vor Schussabgabe die Sicherung. In der Waffe ist ein Wild West Guns Trigger Happy Kit verbaut, welcher absolute Matchqualität liefert. Auf der Waffe habe ich ein Leupold VXR 2x7x33 Ziefernrohr montiert, welches von der Drückjagd, der Pirsch und bis zum Ansitz am Tage eingesetzt werden kann. Der große Vorteil eines Unterhebelrepetierers liegt darin, dass eure Hand direkt am Lever, also dem Kammerstängel der Waffe liegt und ihr nur zwei Bewegungen zum Repetieren ausüben müsst. Unterhebelrepetierer sind in der Regel recht kurz geschäftet. Dieser Umstand lässt sich jedoch leicht und kostengünstig mit einer Überziehschaftkappe beheben. Ebenso dämpft eine solche Kappe nochmals zusätzlich den Rückstoß.
Riemenbügelösen am Vorder- und Hinterschaft gewährleisten das problemlose Anbringen eines Riemens. Mit der Hornady Lever Evolution lassen sich Streukreise von ca. 25 mm auf 100 Meter realisieren. Falls ihr Interesse an einer solchen Waffe habt, würden wir uns sehr freuen, euch persönlich in St. Ingbert begrüßen zu dürfen. Wem der Weg zu weit ist, der findet uns selbstverständlich auch online. Bis dahin verbleibe ich mit einem kräftigen Weidmannsheil, euer Markus von